beobachtet. Ich habe bereits im September letzten Jahres damit begonnen, bin aber nie dazu gekommen, es zu veröffentlichen. Jetzt bin ich wieder in einer unangenehmen Situation. Zunächst möchte ich sagen, dass ich in einem Wohnkomplex an einem Golfclub am Rande der Stadt wohne. Da nicht viele Menschen in dieser Gegend leben, kann es nachts ziemlich ruhig werden. Der Komplex ist teilweise in einen kleinen Hügel am Ende einer Straße hineingebaut und meine Wohnung befindet sich in der hinteren Ecke des Gebäudes im Erdgeschoss. Die Unterseite der Fenster im Wohnzimmer und den beiden Schlafzimmern beginnt also buchstäblich ein paar Zentimeter über dem Boden draußen. Es gibt auch einen Weg hinter meinem Gebäude, das durch einen kleinen bewaldeten Fleck geht. Ich habe nicht viel Aussicht, da meine Wohnzimmerfenster auf ein gut 20 Fuß langes Stück Gras blicken, bevor eine Baumreihe es von ein paar Häusern in der nächsten Straße trennt. Diese Geschichte zieht sich nun schon seit ein paar Monaten hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur Paranoia oder Zufall ist. Letzten Sommer zog eine Familie in ein Haus in der nächsten Straße, ein paar Häuser von meiner Wohnung entfernt. Ich habe bisher nur einen Mann mittleren Alters und einen Hund gesehen. Ich habe meinen Hund Harley eines Tages nach draußen gebracht, während er in seinem Garten stand und mit verschränkten Armen hin und her wippte. Wie eine NPC-Figur in Videospielen der 2000er Jahre, die darauf wartet, dass man mit ihr interagiert. Das Gelände des Müllcontainerschuppens liegt in Sichtweite seines Gartens. Wir stellten Blickkontakt her, also winkte ich unbeholfen und schaute dann auf mein Handy, während Harley ihr Geschäft erledigte. Aber ich konnte aus meiner peripheren Sicht erkennen, dass er nicht von uns wegschaute. Wir haben dieselbe Hunderasse, also nahm ich an, dass er wahrscheinlich vorhatte, die beiden irgendwann einmal zusammenkommen zu lassen, aber ich fragte mich, warum er seinen Hund nicht draußen dabei hatte. Nachdem Harley fertig war, ging ich schnell wieder hinein. Mein jüngerer Bruder wohnt in demselben Gebäudekomplex wie ich, aber im zweiten Stock. Er erzählte mir, dass er ab und zu sieht, wie der Mann seinen Hund in seinen Garten führt und dann über die Baumgrenze in den Hof des Komplexes geht. Er umrundete das Gebäude langsam, ein wenig zu nah am Gebäude, bevor er wieder in sein Haus ging. Im September letzten Jahres haben mein damaliger Freund und ich uns getrennt. In der Nacht, in der ich ihm sagte, er solle gehen, ging ich zu einem Freund nach Hause, um Dampf abzulassen. Ich wollte Harley nicht zu lange allein zu Hause lassen, also kam ich nach etwa einer Stunde oder so zurück in meine Wohnung. Ich schlief auf der Couch ein, während ich ein YouTube-Video mit schwarzem Bildschirm und Regengeräuschen anhatte. Als ich gegen 2 Uhr morgens aufwachte, bellte und knurrte Harley wie verrückt. Die andere Couch steht direkt unter dem Hauptfenster in meinem Wohnzimmer. Harley war auf die Couch geklettert und bellte das Fenster zwischen den Vorhängen an. Ich stehe auf, um sie herunterzuholen und zu beruhigen, als mir der Magen umkippt, weil ich etwas bemerke. Die Vorhänge sind eher dünn und normalerweise kann ich die Straßenlaternen der nächsten Straße durch die Vorhänge hindurch schwach sehen. Ich wurde ein wenig nervös, als ich merkte, dass eine schwarze Masse einige der Lichter über der Stelle, an der Harley stand, verdeckte. Ich griff nach der Fernbedienung, um den Fernseher auszuschalten, während ich mich dem Fenster näherte. Der Fernseher schaltet sich im Stil der Retro-Fernseher aus, bei denen sich das Bild von selbst schließt. Als ich ihn ausschaltete, erhellte die Blitzanimation des Fernsehers kurz den Raum. Es reichte aus, dass ich die Gestalt einer schwarz gekleideten Person erkennen konnte, die in der Hocke saß und in mein Fenster schaute. In dem Blitz sahen sie mich wahrscheinlich auch, denn sie rannten schnell weg. Ich hob Harley auf und lief in die Küche, um ein Messer zu holen, und ging in mein Zimmer, um die Tür abzuschließen. Ich schrieb meinem Ex eine SMS und fragte ihn, ob er gerade vor dem Fenster stand. Er antwortete mit Nein und fragte, was los sei. Ich habe ihm nicht geglaubt, weil er nie so spät wach ist, und habe ihm gesagt, dass ich im Begriff war, die Polizei zu rufen, damit er mir einfach die Wahrheit sagt. Er sagte mir, dass ich sie so oder so anrufen sollte, und schickte mir seinen Live-Standort, der zeigte, dass er bei einem seiner Freunde über eine Stunde entfernt war. Ich rief die Polizei an und ließ sie wissen, dass ich jemanden vor meinem Fenster gesehen hatte. Sie kamen und sahen sich um und fanden offensichtlich nichts. Ein Beamter sagte mir, sie würden jemanden in der Gegend lassen und ich solle einfach wieder anrufen, wenn noch etwas passiere. In den nächsten Wochen flippte Harley jede Nacht zwischen 2 und 3 Uhr morgens vor meinem Fenster aus. Wenn ich dann bei ihr war, konnte ich niemanden draußen sehen. Wir schreiben jetzt Mai 2024. In der letzten Woche habe ich meinen Schrank durchforstet und einige Sachen meines Ex gefunden. Ich war heute Abend mit ein paar Freunden unterwegs, als er kam, um sie abzuholen. Er schickte mir eine SMS, dass ich nach Hause kommen soll, damit wir über etwas Wichtiges reden können. Ich komme nach Hause und ich bemerke, dass er einen verwirrten Blick auf seinem Gesicht hat.
Er erzählte mir, dass er, während er seine Sachen in seinen Truck lud, schnell mit Harley rausfuhr. Er wurde von einer älteren Dame angesprochen, die im zweiten Stock wohnt. Der Müllcontainer befindet sich am Ende des Parkplatzes und wenn man sich nach rechts wendet, sieht man die Seite des Gebäudes, die in etwa vor meinem Wohnzimmerfenster liegt. Es gibt ein paar große Bäume, die den Bereich dort hinten ziemlich dunkel halten, selbst im Sommer ist es sehr schattig. Sie sagte, dass sie, als sie ihren Müll rausbrachte, einen Zweig knacken hörte und in die Richtung schaute, aus der er kam. Sie sagte, sie habe einen Mann vor meinem Fenster gesehen. Er lief nicht nur herum, sondern schaute aus nächster Nähe in mein Wohnzimmer. Eine Hand am Fenster, um das Licht abzublocken, damit er etwas sehen konnte, und sein Handy in der anderen Hand, das in meine Wohnung zeigte. Sie schrie ihn an und fragte ihn, was zum Teufel er da tue, aber er tat so, als hätte er sie nicht gehört, und ging langsam in die entgegengesetzte Richtung davon. Sie sagte, es wäre eine Sache, wenn er nur durch den Hof gehen und einen Blick auf mein Fenster werfen würde, aber er drückte sein Gesicht gegen die Scheibe und schaute hinein. Mir gefror das Blut in den Adern und ich bekam eine Gänsehaut. Inzwischen habe ich eine Ringkamera gekauft, was ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Ich werde den Beitrag aktualisieren, wenn noch etwas passiert. Das Schlaflied. Vor 2 Jahren habe ich einen Teilzeitjob angenommen, der mich bis heute verfolgt. Ich beschloss, endlich über meine Erfahrungen zu schreiben, in der Hoffnung, dass es mir helfen würde, alles zu verarbeiten. Ich war Studentin und brauchte, wie viele von Ihnen, einen Teilzeitjob, um die Studiengebühren und andere Ausgaben zu decken. Nach langer Suche fand ich den scheinbar perfekten Job. Es handelte sich um eine Stelle als Pflegerin, in der ich von 17 bis 21 Uhr arbeitete und mich um ältere Menschen kümmerte. Die Aufgabe war ziemlich einfach, dafür sorgen, dass sie ihre Medikamente und Mahlzeiten einnehmen und einfach ein paar Stunden mit ihnen zusammen sein. Ich bekam die Aufgabe, mich um eine 85-jährige Dame zu kümmern. Nennen wir sie Mrs. Eleanor, um anonym zu bleiben. Sie lebte allein in einem malerischen kleinen Haus am Rande der Stadt. Das Haus war alt, aber gepflegt, mit einem reizenden, leicht verwilderten Garten, der wahrscheinlich seit ein paar Jahren keinen Gärtner mehr gesehen hatte. Sie hatte einen kleinen Pudel namens Max, der immer an ihrer Seite war und ihr auf Schritt und Tritt folgte. Von Anfang an fühlte sich das Haus unheimlich an. Es gab nirgendwo Familienfotos. Ich meine, man sollte meinen, dass sie in ihrem Alter Fotos von Kindern, Enkeln, vielleicht einem alten Liebhaber oder so etwas haben sollte. Aber nein, absolut nichts. Es war seltsam. Die Wände waren kahl, bis auf ein paar gewöhnliche Gemälde. Ich fragte sie einmal danach, ganz beiläufig während eines Gesprächs, aber sie winkte ab und wechselte schnell das Thema. Sie hatte diesen Blick in den Augen, eine Mischung aus Traurigkeit und etwas, das ich nicht recht einordnen konnte. Ich habe sie nicht darauf angesprochen, weil ich den Job nicht verlieren wollte, aber es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Mein Tagesablauf war recht einfach. Ich kam gegen 17 Uhr an, kochte das Abendessen, sorgte dafür, dass sie ihre Medikamente nahm und leistete ihr ein paar Stunden lang Gesellschaft. Max, der Pudel, war ein freundlicher kleiner Kerl, der sich immer freute, mich zu sehen, mit dem Schwanz wedelte und trotz seines Alters herumsprang. Mrs. Eleanor hingegen war höflich, aber ziemlich zurückhaltend. Sie sprach nicht viel über ihre Vergangenheit oder ihre Familie, was das Geheimnisvolle noch verstärkte. Unsere Unterhaltungen waren immer recht einfach, wie zum Beispiel über das Wetter oder die Nachrichten. Jeden Abend, wenn ich nach dem Essen aufräumte, hörte ich Mrs. Eleanor ein Schlaflied singen. Es war jeden Abend dieselbe sanfte, melodische Melodie, die durch das stille Haus hallte. Obwohl das Lied sanft war, machte es mir wirklich Angst. Es fühlte sich so fehl am Platz in dem sonst so stillen Haus. Sie sang es jeden Abend, wie ein Uhrwerk, und es stellte mir immer die Nackenhaare auf. Manchmal hielt ich mit dem Putzen inne, nur um zuzuhören. Die ganze Situation war beunruhigend. Das Haus, das Fehlen von Familienfotos, das nächtliche Schlaflied, all das fühlte sich an wie Teile eines Puzzles, die nicht ganz zusammenpassten. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass hinter diesen Melodien eine tiefere, dunklere Geschichte steckte. Es war, als ob das Haus Geheimnisse hatte, die es nicht preisgeben wollte, und ich war nur ein Außenstehender, der hineinspähte. Im Laufe der Wochen wurde meine Neugierde immer größer. Warum sang sie jeden Abend dieses Schlaflied? Für wen war es bestimmt? Die Routine blieb dieselbe, aber das Unbehagen wurde immer größer. Ich hatte von meinem Arbeitgeber die strikte Anweisung erhalten, nicht in Mrs. Eleanors Zimmer zu gehen.
Das war eine der nicht verhandelbaren Regeln in meinem Job, wahrscheinlich um ihre Privatsphäre zu respektieren und die beruflichen Grenzen zu wahren. Eines Abends, als ich das Geschirr abwusch, bemerkte ich, dass die Tür zu Mrs. Eleanors kleinem Büro leicht geöffnet war. Sie hatte sie immer geschlossen gehalten und mir gesagt, es sei nur eine Unordnung, mit der sie mich nicht belästigen wolle. Aber an diesem Abend war die Tür einladend offen. Als ich hörte, wie sie die Badezimmertür im Obergeschoss schloss, beschloss ich, die Gelegenheit zu nutzen und einen Blick in das Büro zu werfen. Das Zimmer sah aus wie aus den 60er Jahren. Blaue Tapeten, ein kleines Einzelbett und ein mit alten Papieren vollgestopfter Holzschreibtisch. Auf der linken Seite fiel mir ein kleiner Kleiderschrank ins Auge. Die ganze Einrichtung kam mir merkwürdig vor. Dieses Zimmer, das aussah, als gehöre es einem kleinen Jungen, befand sich in der Wohnung einer allein lebenden älteren Frau. Es gab keine Bilder, keine persönlichen Gegenstände, nichts, was erklärt hätte, warum dieses Zimmer hier war. Ich konnte mich nicht weiter umsehen, denn ich hörte Schritte direkt über mir, die mein Herz zum Rasen brachten. In Panik schloss ich schnell die Tür und eilte zurück in die Küche. Der Rest des Abends verlief ereignislos. Ich gab ihr die nötigen Tabletten, sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlte und ging. Aber ich konnte nicht aufhören, über dieses Zimmer nachzudenken. Warum sollte sie ein Jungenzimmer in ihrem Haus haben, wenn sie keine Kinder hat? Der Gedanke nagte an mir und warf einen Wirbelwind von Fragen auf. Am nächsten Tag war meine Neugierde stärker als ich. Ich beschloss, einige Nachforschungen über Mrs. Eleanor anzustellen. Ich verbrachte Stunden im Internet, um nach Informationen über sie zu suchen. Aber ich fand nichts. Keine Profile in den sozialen Medien, keine Nachrichtenartikel, nichts. Nicht eine einzige Information über ihr Leben. Es war verwirrend und ließ mich mit mehr Fragen als Antworten zurück. Nach dem Wochenende kehrte ich zur Arbeit zurück, fest entschlossen, mehr herauszufinden. An diesem Abend bereitete ich wie üblich das Abendessen zu und sorgte dafür, dass Mrs. Eleanor ihre Medikamente nahm. Dann wartete ich darauf, dass sie auf die Toilette ging. Als ich die Badezimmertür schließen hörte, machte ich mich schnell auf den Weg ins Büro. Das Zimmer war noch genauso, wie ich es verlassen hatte, mit demselben anhaltenden, muffigen Geruch in der Luft. Diesmal öffnete ich den Kleiderschrank. Darin fand ich kleine Kisten, ordentlich gestapelt, aber mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich eine davon öffnete und Babykleidung fand, winzige Socken, Hosen und Pullover, die alle für einen kleinen Jungen gedacht waren. Sie waren ordentlich gefaltet und schienen gut erhalten zu sein, trotz ihres offensichtlichen Alters. Die Entdeckung ließ mich mit mehr Fragen als Antworten zurück. Ich machte mich wieder an die Zubereitung des Abendessens und versuchte zu verarbeiten, was ich gefunden hatte. In meinem Kopf kreisten die Möglichkeiten, aber keine von ihnen ergab einen Sinn. War es möglich, dass sie einmal ein Kind hatte? Wenn ja, wo war es jetzt? An diesem Abend begann Mrs. Eleanor wie üblich ihr Schlaflied zu singen. Normalerweise jagte mir dieses Lied jedes Mal einen Schauer über den Rücken und ließ mich erschaudern. Aber in dieser Nacht war es anders. Anstelle von Angst verspürte ich eine Welle der Neugier, die ich nicht ignorieren konnte. Ich ging leise die Treppe hinauf und mit jedem Schritt wurde das Wiegenlied lauter. Die Tür zu ihrem Schlafzimmer war fast geschlossen, aber sie hatte einen kleinen Spalt, gerade so viel, dass ich hindurchschauen konnte. Sie ließ immer einen Spalt offen, weil sie meinte, Max könne so kommen und gehen, wie er wolle. Ich spähte durch den Spalt und war schockiert von dem, was ich sah. Dort saß Mrs. Eleanor in einem Schaukelstuhl und wiegte sich sanft hin und her. Sie hielt Max in ihren Armen, wiegte ihn wie ein Baby und sang ihm leise etwas vor. Neben ihr stand eine kleine hölzerne Wiege, alt und abgenutzt, als ob sie seit Jahren nicht mehr benutzt worden wäre. Sie fuhr mit ihrem Schlaflied fort, ihre Stimme war sanft und melodisch, aber jetzt wirkte es eher traurig als gruselig. Ihr sanftes Schaukeln, die Art, wie sie Max in den Arm nahm und die sanfte Melodie des Schlafliedes erweckten ein Bild, das man nur schwer abschütteln konnte. Langsam wich ich von der Tür zurück, um nicht noch weiter einzudringen. Ich ging die Treppe wieder hinunter und in meinem Kopf drehte sich alles um das, was ich gerade gesehen hatte. Das brachte mich zum Nachdenken und ich fing an, alle Punkte zu verbinden. Hat sie so getan, als sei ihr Hund ein Baby? Ein Baby, das sie nie hatte? Ich könnte mich irren, aber das würde einen Sinn ergeben, oder? Das Zimmer des Jungen, die Babykleidung, keine Bilder, kein Ehemann, keine Kinder, nur sie und ihr Hund, den sie als ihren eigenen Sohn ausgab. Es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht hat sie ihr Kind durch eine Fehlgeburt verloren oder der Sohn ist irgendwie gestorben.
Der Gedanke daran bricht einem das Herz, aber ich konnte es nicht mit Sicherheit wissen, da im Internet nichts über sie zu finden war. Ich habe sogar meinen Chef nach Mrs. Eleanor gefragt und versucht, etwas über ihre Vergangenheit zu erfahren. Meine Chefin wusste auch nicht viel, nur dass sie schon immer etwas zurückhaltend und verschlossen war. Sie erwähnte, dass sie einige tragische Verluste erlitten hatte und dass sie jetzt ziemlich einsam sei und einige für ihr Alter typische gesundheitliche Probleme habe, aber nichts Konkretes. Den Rest der Woche habe ich trainiert, aber alles fühlte sich so unheimlich und intensiv an. Die ruhigen gemeinsamen Abendessen, die Stille im Haus, das gespenstische Schlaflied, alles fühlte sich an, als würde ich in einer Art Geistergeschichte leben. Jeden Abend, wenn ich im Bett lag, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was ich gesehen hatte. Die Puzzleteile schienen zueinander zu passen, aber sie zeichneten ein Bild, das zu tragisch und unheimlich war, als dass ich es hätte verarbeiten können. Sogar tagsüber war ich abgelenkt und ließ die Gespräche mit Mrs. Eleanor in meinem Kopf Revue passieren, um nach Hinweisen zu suchen, die ich vielleicht übersehen hatte. Ich überlegte, sie direkt zu fragen, verwarf den Gedanken aber schnell wieder. Es fühlte sich zu aufdringlich an und ehrlich gesagt hatte ich Angst vor dem, was ich aufdecken könnte. Ein Teil von mir wollte nicht die ganze Geschichte wissen, weil die Bruchstücke, die ich hatte, schon zu viel waren. Ich bemerkte weitere Details, die die beunruhigende Atmosphäre noch verstärkten. Die Art und Weise, wie Mrs. Eleanor manchmal mitten im Satz innehielt, als wäre sie in eine ferne Erinnerung versunken, oder wie sie Max Fell streichelte mit einem fernen Blick in ihren Augen. Das Haus selbst schien den Atem anzuhalten. Ich fasste einen Entschluss. Ich schickte meinem Chef eine SMS, in der ich ihm mitteilte, dass ich meinen Job nicht mehr ausüben konnte und sofort kündigte. Ich verabschiedete mich nicht einmal von Mrs. Eleanor. Es fühlte sich falsch an und ich wusste, dass es unhöflich war, aber ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, ihr noch einmal gegenüberzutreten. Der Gedanke an einen weiteren Tag in diesem Haus, umgeben von quälenden Erinnerungen und unbeantworteten Fragen, war zu viel für mich. Ich fühlte eine Mischung aus Schuld und Erleichterung. Schuldgefühle, weil ich gegangen war, ohne mich richtig zu verabschieden, weil ich Mrs. Eleanor im Stich gelassen hatte, obwohl sie eindeutig jemanden brauchte. Aber auch Erleichterung, weil ich wusste, dass ich nicht noch einen weiteren Abend mit Wiegenliedern und beunruhigendem Schweigen würde ertragen müssen. Ich wusste, dass ich feige war, aber ich konnte es einfach nicht tun. Die Erfahrung hatte mich sehr mitgenommen und ich musste da raus. Die ganze Erfahrung war etwas, das ich nicht so einfach abschütteln konnte. Es hat mich dazu gebracht, viel über die versteckten Kämpfe nachzudenken, mit denen Menschen konfrontiert sind und darüber, wie sie mit ihrem Schmerz umgehen. Die Geschichte von Mrs. Eleanor, was auch immer die ganze Wahrheit war, lehrte mich, dass die Vergangenheit manchmal einen langen Schatten auf die Gegenwart werfen kann. Die Gabe. Mein Vater hat sozusagen ein Familiengeheimnis gelüftet. Seine Gesundheit verschlechtert sich vor meinen Augen und ich sehe, wie sein einst kräftiger und breiter Körperbau schrumpft und er gebrechlich wird. Es tut weh, das zu sehen. Er setzte sich in seinen Stuhl und sagte, er glaube, er habe einen Schlaganfall. Er sprach immer wieder mit sich selbst. Er sprach über den Tod, darüber, dass er keine Angst vor dem Tod hatte und er sich praktisch vor meinen Augen mit dem Tod duellierte. Er sagte, »Du machst mir keine Angst, du Mistkerl.« Und zwar direkt vor uns, ohne dass wir wussten, was vor sich ging. Dann sagte er etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass er es sagen würde. Er sagte, dass er sich euphorisch fühle. Er fing an, über veränderte Zustände zu sprechen und darüber, dass er bei seiner Arbeit als Arzt manchmal in diese Zustände gerät. Dass er Dinge fühlte. Er versuchte es meiner Mutter zu erzählen. Sie hat es nicht verstanden. Sie war völlig sprachlos. Es war, als hätte sie zu viel Angst, um zu sprechen. All das war für sie erschreckend, aber ich war die ganze Zeit bei ihm. Er fragte meinen Bruder, ob er irgendwelche intellektuellen Interessen habe, und mein Bruder antwortete, dass er Videospiele mag. Mein Vater fluchte enttäuscht vor sich hin. Daraufhin sagte meine Mutter, frag sie. Mein Vater sieht mich nie wirklich an. Wir reden nie miteinander. Er drehte sich um und sah mich an. Ich sagte ihm, dass ich verstanden hatte. Erleichterung machte sich auf seinem Gesicht breit. Wir sprachen über Individuation, Jung gegen Freud, wir sprachen über Quantenphysik und die physische Welt gegen die geistige Welt. Es fühlte sich an, als hätte er mich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gehört und ich ihn. Politisch sind wir sehr unterschiedlich. Er ist ein konservativer Mann aus den Südstaaten, der baptistisch erzogen und katholisch geworden ist, und seine Hingabe an Jesus und die Politik nimmt manchmal fanatische Züge an,
was zu vielen Auseinandersetzungen mit ihm und meiner Mutter geführt hat. Schlimme Auseinandersetzungen, fast körperlich. Als ich klein war, war er Alkoholiker und das hat mich zutiefst traumatisiert. Ich dachte, er würde uns umbringen. Ich dachte, er würde alle umbringen. Sein massiger Körperbau und der Alkohol waren eine tödliche Kombination. Er hat sogar zugegeben, dass er jemanden angeheuert hat, um seine Ex-Freundin zu töten, als er betrunken war, aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Es gibt also eine Menge zwischen uns. Ich habe das Gefühl, dass wir keinerlei Verständnis füreinander hatten. Wir lebten auf verschiedenen Planeten, sogar in verschiedenen Universen. Parallel, aber nie wirklich berührend. Wir haben uns nicht einmal gesehen. Dies war wahrscheinlich das erste richtige Gespräch, das ich seit Jahren mit ihm hatte. Wir haben wochenlang kein Wort gesagt und nicht einmal aufgeschaut, als wir den Raum betraten. Nichts. Aber das Wissen, dass ich ihn sah, beruhigte ihn aus seinem Delirium. Er entspannte sich sichtlich und kämpfte nicht mehr gegen den Tod an. Er beruhigte sich und aß Eiscreme. Aber er hatte mir etwas erzählt, das mich zutiefst erschüttert hatte. Er sagte, dass dies in der Familie vorkommt. Seine Großmutter sagte, sie habe den Himmel gesehen. Ironischerweise habe ich vor etwa einer Woche bittersüße Tränen geweint, weil ich auch den Himmel gesehen habe. Oder etwas Ähnliches. Ich habe das Leben nach dem Tod gesehen. Es war wunderschön und erschreckend. Ich wachte unter Tränen auf. Ich war nie glücklicher und nie trauriger gewesen. Eine wichtige Wahrheit wurde mir offenbart. Dass wir auf dieser irdischen Ebene nicht die Liebe erfahren können, zu der wir fähig sind. Die Liebe, die ich fühlte, übertraf alles, was ich fühlte. Alles, was ich für Liebe hielt, ist nur ein Fleck im Vergleich zu dem Licht, das ich fühlte. Ich wusste, dass ich das nie wieder fühlen würde. Ich würde mich nie wieder so glücklich fühlen. Ich werde nie wieder diese Liebe fühlen. Und wenn wir uns daran erinnern würden, könnten wir es vielleicht fühlen. Das hat mich schwer getroffen. Mein ganzes Leben lang dachte ich, ich sei der Freak in der Familie. Dass ich allein bin. Dass niemand fühlen könnte, was ich fühlte. Vor allem nicht in meiner eigenen Familie. Sie würden mich nie verstehen. So wurde diese Tür für mich weit aufgestoßen. Sie lebte die ganze Zeit vor meiner Nase. Die ganze Zeit befanden sich zwei Mystiker in einem Haus und wir hatten zu viel Angst, es im anderen zu sehen. Zu starrköpfig. Zu sehr in alten Geschichten verhaftet. Ich bin auch unglaublich sensibel. Ich habe das Gefühl, dass mein Vater das in gewisser Weise auch ist. Ich habe ihn noch nie weinen sehen. Er hat nicht einmal geweint, als seine Mutter starb. Er sagt, er würde nie um jemanden weinen. Und er wird so leicht wütend. Also ist er natürlich genauso sensibel wie ich. Nur auf eine andere Art und Weise. Ich gehöre auch zum Autismus-Spektrum, was die Entfremdung noch vergrößert, und ich weiß einfach, dass mein Vater auch Autist ist. An diesem Tag schob ich das alles unter den Teppich. Meine Mutter war verängstigt. Sie suchte bei mir nach Antworten. »Ist er verrückt?«, fragte sie. »Nein«, antwortete ich ehrlich. »Er war nicht verrückt. Denn wenn er verrückt war, dann war ich auch verrückt. Aber ich weiß, was ich fühle, ist real.« Sie tat es ab und nannte ihn einen Schizophrenen. Das tat weh. Aber ich habe es trotzdem verdrängt. Am nächsten Tag wachte ich erschrocken auf. Ich wusste nicht warum. Ich fühlte mich einfach so ängstlich. Ich versuchte es mit Atemübungen, mit allem. Aber das Gefühl des Schreckens war immer noch da. Ich hatte meinen Vater mein ganzes Leben lang gesehen, wie er unglücklich, wütend und krank wurde. Wenn es das ist, was das Verstecken deiner Ausstrahlung und deiner Gaben mit dir macht, dann will ich das nicht. Ich will nicht sterben, wenn ich gerade 60 geworden bin. Ich will nicht ergrauen und hinken und im Bad hinfallen und mir den Kopf aufschlagen und dann nichts dagegen tun. Es war, als ob er sich selbst sterben lassen würde. Er wollte es. Er sagte, er wolle es. Darin sah ich einen Teil von mir. Den Teil, der Angst hatte. Der sich verurteilt fühlte, der sich versteckte, der sich wie ein Spinner fühlte. Als ich meinen Vater beobachtete, wurde mir klar, dass es mich langsam töten würde, wie ein langsam wirkendes Gift. Ich sah es vor meinen Augen. Er hatte all die Jahre niemanden, der ihn verstand. Und wahrscheinlich auch in seinem Privatleben. Und sieh dir an, was es angerichtet hat. Er war ein großer, wütender Mann, der Gaben und veränderte Zustände und möglicherweise sogar Gott in sich verbarg. Und das war ich auch. Wir haben uns beide versteckt. Ich konnte so nicht leben.
Ich ging ins Badezimmer und weinte eine Weile allein, ohne dass es jemand mitbekam. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte, und ich weiß es immer noch nicht. Aber sie ist da. Die Geschichte ist da. Und es ist eine bittersüße Geschichte. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Gabe anfangen soll. Ich hoffe, ich kann uns stolz machen. Eines Tages. Schmutzige Spülung. All das passierte in New Orleans. Wenn jemand etwas über New Orleans weiß, wird er verstehen, dass es dort sehr spukt. Es fing mit dem Beginn meiner Beziehung zu meinem Ex an. Als wir uns noch in der Kennenlernphase befanden, vertieften wir uns eines Abends in ein Gespräch und er fragte mich: Willst du wissen, was das Schlimmste ist, was ich in meinen Jahren auf der Straße oder vielleicht in meinem ganzen Leben gesehen habe? Um es vorwegzunehmen, wir sind beide ehemalige Reisende, die jahrelang per Anhalter und mit Güterzügen durch das Land gefahren sind, also haben wir eine Menge gesehen. Wie auch immer, mein Ex, nennen wir ihn G, sagte mir, dass er diese Geschichte normalerweise nicht gerne erzählt, weil sie so verstörend ist, aber er hat das Gefühl, dass er mir vertrauen kann. Man muss die Geschichte, die er mir erzählt hat, verstehen, um die eigentliche Geisterbegegnung zu verstehen, also werde ich sie hier kurz nacherzählen. Jedenfalls geschah es etwa 7 Jahre zuvor, dass Jay und seine damalige Freundin zum ersten Mal nach Nola kamen und sie waren wirklich aufgeregt, zum ersten Mal in die Bourbon Street zu gehen und ein Schild aufzustellen, um Geld zu verdienen. Jedenfalls kommen sie zur Bourbon Street und stellen fest, dass sie ihr Schild entweder verloren oder vergessen haben, also macht sich mein Ex auf die Suche nach einem geeigneten Stück Pappe. Er findet einen Karton, der neben einer Mülltonne steht und fängt sofort an, ihn zu zerreißen, um ein Schild zu machen. In New Orleans gibt es diese Leute, die man die Bucket Kids nennt, und jeder, der dort lebt, kennt sie. Das sind in der Regel schwarze Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren, die im French Quarter für Geld auf Plastikschildern trommeln oder steppen. Es ist allgemein bekannt, dass ihre Eltern sie dazu zwingen, um an ihr Drogengeld zu kommen, und als ehemaliger Straßenkünstler auf der Bourbon habe ich es selbst gesehen. Wie auch immer, als mein Ex diese Kiste zerreißt, rennt dieses Bucket Kid, das, wie er sagte, vielleicht 8 Jahre alt aussah, auf ihn zu und sagt: Hör auf damit. Mein Ex sah super verwirrt aus und sagte: Tut mir leid, ich brauchte diese Schachtel nur, um ein Zeichen zu machen. Und während er das sagt, schaut er in die Schachtel und sieht eine schmutzige Spülung im Boden. Für diejenigen, die mit Drogenkonsum nicht vertraut sind, ist eine Spülung das, was übrig bleibt, wenn man einen Schuss Heroin gezogen hat, in dem sich noch Drogenreste befinden. Normalerweise handelt es sich dabei um den abgeschnittenen Boden einer Aluminiumdose oder einen verbrannten Löffel, und Süchtige heben diese Spülungen auf, wenn sie morgens krank sind, weil die Drogenreste in dem verbrannten, erstarrten Blut am Boden ihnen helfen können, gesund zu werden. Mein Ex war selbst ein genesender Heroinabhängiger, der als Teenager süchtig war, und so erkannte er die Situation sofort. Er sagte, er habe diesem Kind in die Augen geschaut, und es waren einfach die leersten, traurigsten Augen, die er je gesehen hatte, und er erkannte, dass er in die Augen eines 8-jährigen Drogenabhängigen blickte. Es wurde noch schlimmer, als das Kind daraufhin sagte: Oh nein, ist schon gut, ich brauche die Schachtel nicht, ich brauche nur das, was drin ist. Jedenfalls war G fassungslos und sagte, er sei einfach nur verblüfft und wisse nicht, was er tun solle, außer um die Ecke zu gehen und zu weinen. Er erzählte mir, dass er sich immer schlecht gefühlt hat, weil er den Jungen nie nach seinem Namen gefragt hat, und von da an nannten wir ihn nur noch Lil Homie, wenn wir von ihm sprachen. Das wird später noch wichtig. Etwa eine Woche später war es dann soweit. Seit Jay mir diese Geschichte über den Jungen erzählt hat, konnte ich auch nicht mehr aufhören, daran zu denken. Aber eines Abends waren wir bis spät im Viertel unterwegs, und dann fing es an zu stürmen. Wir steckten in diesem sintflutartigen Regenguss fest. Wir versuchten, zurück zu unserer Unterkunft im 9. Bezirk zu gelangen, die nur wenige Kilometer entfernt lag, aber nachdem wir uns von Markise zu Markise ducken mussten und dabei klatschnass wurden, beschlossen wir, einen Unterschlupf zu suchen. Ich schlug vor, zur North Robinson Bridge zu gehen. Das ist eine Brücke neben einem Schrottplatz und einem eher schwach beleuchteten Industriegebiet. Aber wir gehen hin und stellen unsere Sachen ab, erleichtert, aus dem Regen zu kommen. Als wir dort saßen und uns unterhielten, kam das Thema Lil Homie wieder zur Sprache. Wir sagten Dinge wie: Verdammt, ich wette, der Junge hat es noch nicht einmal bis zu seinem 14. Geburtstag geschafft, und verdammt, ich wette, der Junge hat Orleans Parish noch nie verlassen. Und während wir das sagten, sah ich zur Ecke hinüber und sah dieses Licht. Und wenn ich Licht sage, meine ich ein Licht, das so hell war wie eine Polizeitaschenlampe oder ein Autoscheinwerfer, das nur irgendwie auf dem Boden saß, vielleicht 20 Fuß entfernt von uns.
Es konnte definitiv nicht da gewesen sein, als wir dort ankamen, sonst hätten wir es bemerkt. Ich schaue zu Jay hinüber und frage, hast du deine Taschenlampe fallen lassen? Und er sagt nein. Wir fragen uns also, was dieses Ding ist, und als das passiert, fängt mein Ex an, mit dem Licht zu reden. Hey, vielleicht ist es Lil Homie, der uns einen Besuch abstattet. Oh hey, Lil Homie. Und er fängt an, ihm zuzuwinken. An diesem Punkt bin ich super ausgeflippt, aber gleichzeitig kann ich mir keine logischere Erklärung einfallen lassen, als dass ich mein Handy mit der Taschenlampe nach unten fallen lassen haben muss. Also gehen wir rüber, um zu sehen, was es ist. Als wir uns diesem Licht näherten, löste es sich plötzlich auf, und was an seiner Stelle auf dem Boden lag, war eine schmutzige Spülung, die einfach da lag. Meine Ex und ich flippten beide sofort aus und rannten so schnell wir konnten zum anderen Ende der Brücke, weil es immer noch so stark regnete, dass wir nirgendwo anders hingehen konnten. Wir sind beide auf die Knie gegangen, haben uns umarmt und Vater Unser und Ave Maria gebetet und uns geweigert, in diese Richtung zurückzuschauen. Die ganze Zeit über schwor ich, dass ich den deutlichen Essiggeruch von brennendem Heroin riechen konnte, aber wer weiß, vielleicht war das nur mein ausgeflippter Verstand. Aber es war auf jeden Fall die gruseligste Erfahrung meines Lebens und ich habe immer noch keine logische Erklärung dafür. War der Junge einfach so traurig und einsam, dass er beschloss, sich zu den beiden Menschen zu begeben, die sich tatsächlich an ihn erinnerten und sich um ihn sorgten? Wer weiß das schon? Aber es verfolgt mich bis zum heutigen Tag. Der Friedhof. Ich habe nur wenigen Menschen von diesem Vorfall erzählt, der sich Ende der 80er Jahre ereignete. Ich suche nicht nach einer Erklärung und kann auch keine Beweise vorlegen. Ich möchte nur mitteilen, was mein Freund und ich im Herbst 1987 erlebt haben. Ich wuchs in einem der nördlichsten Staaten Neuenglands auf, etwa 2 Stunden von den White Mountains und 45 Minuten von der kargen Küste unseres Staates entfernt. Ich glaube, es war Anfang Oktober. Die Blätter fingen an, sich zu verfärben, aber sie hingen noch an den Bäumen, die örtlichen Messen waren in vollem Gange und es war kühl genug, um eine Uniformjacke zu tragen. Ich arbeitete Vollzeit und sparte auf mein erstes Auto, einen 2-türigen Chevy Nova, der mit einem Wandteppich von Pink Floyd geschmückt war, um den großen Riss auf dem Rücksitz zu verdecken. Mein Freund Joe und ich arbeiteten im selben Restaurant und ein älterer Koch spendierte uns hart verdiente Getränke und nahm uns mit nach Hause. In Wirklichkeit setzte er uns an einem Friedhof ab, der auf halbem Weg zwischen unseren beiden Häusern lag und ein großartiger Ort für minderjährige Trinker war. Wir wurden dort mit Alkoholflaschen abgesetzt, die wir unter uns aufteilten. Es ist ein alter, großer Friedhof mit sanften Hügeln, moosbewachsenen Grabsteinen und großen Ahornbäumen. Als Kind habe ich dort Verstecken gespielt und Kriege mit Luftgewehren ausgetragen. Für mich war es nie ein unheimlicher oder verwunschener Ort. Selbst nachdem das seltsamste Erlebnis meines jungen Lebens dort stattfand. Es gab einen Pavillon, in dem wir saßen und Bier tranken. Es war ein offener Raum mit halben Wänden und Bänken, auf denen wir saßen, während wir uns unterhielten und tranken. Alles, was wir bei uns hatten, war ein Viererpack, also waren wir nicht betrunken oder unter dem Einfluss von etwas anderem. Wir hörten Schritte, die in unsere Richtung kamen. Sie hörten sich an, als würde jemand im Laub laufen. Später fiel mir auf, dass das erste war, was seltsam war, da die Blätter noch an den Bäumen hingen und der Friedhof gut gepflegt war. Bullen, zischte Joe und ich antwortete, Kinder. Die Schritte kamen näher. Wir kauerten unter der Halbmauer, einander zugewandt. Das Lächeln auf unseren Gesichtern wurde immer nervöser, bis es schließlich ganz verschwand. Die Schritte kamen in einem gemessenen Tempo. Kein anderes Geräusch begleitete sie. Kein Klirren von Schlüsseln, kein Aneinanderreiben von Stoffen, kein Lichtstrahl einer Taschenlampe, der umherflatterte. Die Schritte kamen immer näher. Ich konnte sehen, wie sich meine wachsende Angst in Joes Gesicht widerspiegelte. Bevor wir in die Hocke gingen, versuchten wir zu sehen, wer auf uns zukam, aber wir konnten es nicht. Aber das war zu erwarten. Es war eine mondlose Nacht mit wenig Umgebungslicht. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund kamen die Schritte bis auf die andere Seite der halben Mauer und blieben dort stehen. Joe erschlaffte sichtlich und ich begann zu zittern, da keiner von uns den Mut hatte, zu dem aufzublicken, was da sicher auf uns herabblicken musste. Die Schritte begannen sich zu entfernen und wir sprangen sofort auf, um zu sehen, wer es war. Es war niemand da. Kein Körper, wir konnten sehen, woher die Schritte kamen, aber es war niemand da, der sie machte. Es war dunkel, aber es war nicht stockdunkel. Wir hätten eine Person sehen können.
Wir duckten uns hinter Grabsteinen und folgten den Schritten ein Stück bergab, bis sie aufhörten. Das war für uns das Zeichen zum Aufbruch. Wir sind beide nach Hause gesprintet. Am nächsten Tag in der Schule gaben wir zu, dass es seltsam war, und das war's. Wir sagten es niemandem und machten mit unserem Leben weiter. Wir waren weder betrunken noch bekifft, bei uns wurde keine Schizophrenie diagnostiziert und unsere Kohlenmonoxiddetektoren hatten frische Batterien. Ich habe keine Erklärung dafür und er auch nicht. Die 80er Jahre waren eine magische Zeit und manche Tage enthielten ein bisschen mehr Magie als andere. Verschwommen. Hallo Leute, ich fange mal damit an, dass ich ein ziemlich skeptischer Mensch bin und nie wirklich ein Interesse am Paranormalen hatte. Diese Erfahrung hat meine Skepsis verändert, aber ich habe nicht recherchiert, ob das, was ich erlebt habe, üblich ist, ob es einen Namen hat oder ob es irgendwelche Theorien darüber gibt, was es gewesen sein könnte. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Ich werde versuchen, so detailliert wie möglich zu sein und über einige kleinere Ereignisse in der Umgebung zu sprechen. Dieses Erlebnis ereignete sich im Jahr 2014. Vor der Begegnung geschahen ein paar kleine Dinge. Ich hatte ein Spielzeug, das einäugige Olympiamaskottchen von London 2012, das ein Lied und einen Tanz spielte, wenn man einen Knopf an seinem Fuß drückte. Bei zwei Gelegenheiten schaltete sich dieses Spielzeug von selbst ein, beide Male mitten in der Nacht. Es sang, tanzte und hörte dann abrupt auf. Es hat den Tanzzyklus nicht vollständig abgeschlossen. Ich habe viel recherchiert und bin davon überzeugt, dass es an defekten Batterien lag. Als nächstes duschte ich allein zu Hause, als das Licht ausging. Der Schalter wurde psychisch umgelegt. Ich war der Einzige, der zu Hause war. Das könnte nur ein kaputter Schalter sein, es ist nicht wirklich genug für mich, um als paranormal zu gelten. Aber es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Dann wurden die Dinge etwas seltsamer. Ich wachte mitten in der Nacht auf und sah etwas, das wie ein schwarzer, großer Schatten aussah, aber aufrecht stehend, nicht wie ein Schatten auf dem Boden. Er war mir zugewandt, befand sich aber nicht in meinem Zimmer, sondern direkt vor der Tür im Korridor. So schnell wie ich es gesehen hatte, war es aus dem Blickfeld verschwunden und ich rannte ihm sofort hinterher, denn ich wusste, wenn ich mich nicht vergewissern würde, dass es kein Geist war, würde ich mich wochenlang gruseln. Ich war damals 13 oder so. Ich stand also auf und rannte in den Flur und sah gerade noch, wie ein schwarzer Fleck durch die halb geöffnete Tür in das Zimmer meiner Eltern eintrat. Ich rannte hinein und da war nichts. Ich weiß nicht, ob das eine paranormale Erfahrung war. Das Ganze passierte extrem schnell und ich war in dieser Sekunde gerade aufgewacht. Es war schon seltsam. Aber ich habe etwa zweimal pro Woche Schlafparalysen, vielleicht war dies ein besonders starker Fall davon. Also, kommen wir zum Haupterlebnis. Ich war jetzt 16, meine Schwester 18, es war ein Schulmorgen und wir waren im Wohnzimmer. Es gibt einen Korridor, der ins Wohnzimmer führt. Plötzlich hören wir sehr laute, rennende Schritte, die den Korridor hinunterkommen, in Richtung des Zimmers, in dem wir uns befinden. Wir können nicht in den Korridor hineinsehen, aber wir können sehen, wer herauskommt, als er das Wohnzimmer betritt, das sich am Ende des Korridors befindet. Das Geräusch macht uns stutzig, denn wir sind die Einzigen, die zu Hause sind. Gespannt blicken wir beide zum Eingang des Zimmers. Das Laufen kommt näher und näher, bis schließlich etwas hineinläuft, das ich nur als Umriss einer menschlichen, anthropomorphen Gestalt beschreiben kann, aber verschwommen, so wie Dinge verschwommen sind, wenn sie sich bewegen. Es läuft in das Wohnzimmer und gleich wieder denselben Korridor entlang hinaus. Es bleibt kaum stehen und wir hören deutlich die donnernden Schritte, die länger zu sein scheinen als die Länge unseres Flurs. Das Wesen selbst war klein, so groß wie ein Kind, vielleicht 7 oder 8. Wir sahen es nur vom Oberkörper aufwärts, dazwischen uns ein Sofa stand. Es trug ein helles, orangefarbenes T-Shirt und sein Gesicht hatte eine kaukasische Hautfarbe. Es schien kurzes, schwarzes Haar zu haben. Es hatte überhaupt keine Gesichtszüge. Vielleicht lag es daran, dass es sich ziemlich schnell bewegte und verschwommen war, aber es schien definitiv gesichtslos zu sein. Meine Schwester und ich haben genau das Gleiche gehört und gesehen. Was könnte das sein? Gwen. Das Datum ist der 19. März 2020.
In den Nachrichten kündigt der US-Senat ein 1 Billionen Dollar Konjunkturpaket an, um der amerikanischen Öffentlichkeit durch die Covid-Pandemie zu helfen. Das Bildungsministerium gibt Richtlinien für das Online-Lernen heraus und die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Italien übersteigt die in China. Der in Gig Harbor, Washington, lebende Erik Hasselquist gibt in den sozialen Medien bekannt, dass seine Frau Gwendolyn positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Am nächsten Tag wird Gwens Leiche im Puget Sound gefunden. In den folgenden Monaten und Jahren findet der Fall in der Öffentlichkeit wenig bis gar kein Interesse. Für diejenigen, die Gwen kannten, sollte er ihr Leben verändern. Warum wird in ihrem Nachruf das Virus als Todesursache angegeben, während der Bericht des Gerichtsmediziners von Selbstmord ausgeht? Wie konnte sie sich selbst 24 Kilometer zur Tacoma Narrows Bridge fahren, kurz nachdem sie 60 Pillen Benzodiazepin genommen hatte? Wer war der Mann, von dem ein Zeuge behauptet, dass er mit ihr im Auto saß? Warum heiratete Erik nur wenige Monate später erneut und zog in das Heimatland seiner neuen Frau in Afrika, während er seine und Gwens zwei Kinder in den USA zurückließ? Unsere Geschichte spielt im Bundesstaat Washington. Die Hasselquists leben außerhalb der Stadt Gig Harbor. Gig Harbor liegt am nördlichen Ende der Tacoma Narrows Bridge und ist eine kleine Gemeinde mit etwa 12.000 Einwohnern. Das Haus der Hasselquists liegt etwa 24 Kilometer nordwestlich der Brücke in der ländlichen, bewaldeten Gemeinde Glencove. Am 19. März 2020 teilt Erik Freunden und Verwandten in den sozialen Medien Gwens Coronavirus-Diagnose mit. Um 5.46 Uhr am nächsten Morgen postet Erik ein Video auf Facebook von der Ringtürklingel ihres Hauses, in dem er Gwens Verschwinden ankündigt und um Hilfe bei der Suche nach ihr bittet. Man sieht Gwen, wie sie das Haus alleine verlässt. Sie schließt die Tür hinter sich und fummelt dann fast eine Minute lang, um die Tür abzuschließen. Sie scheint alkoholisiert zu sein, da sie nicht in der Lage ist, die Tür zu verschließen und bleibt einen langen Moment lang regungslos stehen, als sei sie benommen und verwirrt. Das Video, das inzwischen gelöscht wurde, wurde von Andy als wirklich gruselig anzusehen beschrieben. Später am selben Morgen, um 7:30 Uhr, postet Erik erneut in den sozialen Medien: "Heute habe ich mir den Sonnenaufgang angesehen, wohl wissend, dass meine Liebste ihn wahrscheinlich nicht zu sehen bekommt." 6 Stunden nach diesem Posting reagiert die Polizei auf einen Kajakfahrer, der eine im Wasser treibende Leiche etwa 10 Kilometer südlich der Tacoma Narrows Bridge meldet. Sie hat mehrere Schnittwunden an ihrer linken Hand und ihrem Handgelenk, die sie sich vermutlich nicht selbst zugefügt hat. Im Polizeibericht heißt es über das Ringvideo: "Gwendolyn könnte sich die beobachtete Verletzung am linken Handrücken zugezogen haben, bevor sie die Wohnung verließ." Am 25. August 2020 wird ein weiterer Polizeibericht eingereicht, aus dem hervorgeht, dass die Polizei den Bericht des Gerichtsmediziners erhalten und geprüft hat. Als Todesursache werden multiple traumatische Verletzungen durch einen Sturz festgestellt, die Todesart wird als Selbstmord eingestuft. Außerdem wurde im Blut des Verstorbenen Benzodiazepin nachgewiesen, wobei die Dosierung und andere Einzelheiten nicht genannt werden. Gegen Mitternacht in der vorangegangenen Nacht wurde ein Minivan in der Nähe der Mitte der Brücke von einem State Trooper gefunden, der zur Untersuchung der Meldung des verlassenen Fahrzeugs entsandt worden war. Als der Beamte bei dem Fahrzeug ankam, fand er den Van und einen Zeugen vor. Der Lieferwagen schien einen Unfall gehabt zu haben, denn alle Fenster auf der Beifahrerseite waren zerbrochen. Der Zeuge wurde gesehen, wie er in den Wagen griff, als der Polizist eintraf. Das Verhalten des Zeugen wurde als unberechenbar beschrieben und der Trooper vermutete Probleme mit Alkohol und psychischer Gesundheit. Der Zeuge gab an, von einer Fahrerin mitgenommen worden zu sein und dass sich im hinteren Teil des Wagens ein Fahrgast befand. Die Frau hielt den Wagen an, stieg aus und schenkte der Zeugin das Auto. Die Beamten überprüften die Zulassung des Wagens und suchten Erik um 12.53 Uhr zu Hause auf, um ihm mitzuteilen, dass sein Fahrzeug gefunden worden war. Erik gab an, dass seine Frau bei ihm zu Hause war und der Beamte vermerkte im Polizeibericht, dass Erik merklich unbeeindruckt davon schien, dass sein Fahrzeug als gestohlen aufgefunden wurde. Da man annahm, dass Gwen Covid hatte, betraten die Beamten die Wohnung nicht und vergewisserten sich auch nicht, dass sie in dieser Nacht dort war. Da man davon ausging, dass es sich um ein nicht gemeldetes gestohlenes Fahrzeug handelte, wurde der Zeuge in Gewahrsam genommen, woraufhin er seine Geschichte änderte. Er gab an, er habe die Frau gebeten, nicht auf der Brücke zu parken, aber sie schien nicht zu reagieren. Daraufhin verließ er die Frau, kehrte aber kurze Zeit später zurück. Als der Zeuge zurück zum Lieferwagen ging, sagte er habe eine dunkle Gestalt über der Leitplanke gesehen, bevor die Gestalt verschwand, konnte aber nicht sagen, dass es sich um die Frau handelte oder dass die Gestalt sprang.
Der Zeuge identifizierte die Frau, mit der er gesprochen hatte, anhand eines Fotos als Gwen, konnte aber Eriks Foto nicht identifizieren. Der Zeuge wurde daraufhin aus dem Gewahrsam entlassen. Am 31. August 2020 wird ein letzter, kurzer, zusätzlicher Polizeibericht eingereicht. Er beginnt mit den Worten: Bitte beachten Sie, dass sich im Laufe dieser Untersuchung eine Reihe von Bürgern, die mit Gwendolyn vertraut waren, gemeldet haben und Bedenken geäußert haben, dass es sich bei ihrem Tod nicht um einen Selbstmord handelt. Darin wird auf den Missbrauch in ihrer Kindheit und die jüngsten Schritte zur Aufarbeitung in einer Therapie eingegangen. Es heißt, es gehe ihr gut, sie habe alte familiäre Bindungen wiederhergestellt, eine positive und optimistische Lebenseinstellung zum Ausdruck gebracht und Pläne für die Zukunft gemacht. Es wurde besprochen, dass sie ihre Kinder niemals absichtlich im Stich lassen würde. Weiter heißt es, dass Eriks beunruhigende Vorgeschichte und sein seltsames Verhalten nach Gwens Tod auffielen. Er ist Alkoholiker, hat eine Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt gegen Gwen und Selbstmordgedanken. Erik bestand darauf, dass Gwen wegen ihrer jüngsten Covid-Diagnose verzweifelt war und deshalb in den Selbstmord getrieben wurde. Einige Tage später starb ein Haustier der Familie und Erik erklärte in den sozialen Medien, dass das Haustier ebenfalls von Covid befallen war. Erik begann, die Kinder von Gwens Familie und Freunden zu isolieren. Der Bericht fährt fort, die seltsamen Umstände anzusprechen, die mit seiner übereilten Wiederverheiratung zusammenhängen. Der Bericht kommt zu dem Schluss: Obwohl die dokumentierten Umstände ungewöhnlich sind, lassen sie nicht ohne weiteres auf eine offenkundige böswillige Absicht hinter Gwens Tod schließen. Sie geben jedoch Anlass zum Nachdenken. Diejenigen, die eine Meinung über das Wohlergehen von Gwens überlebenden Kindern haben, wurden ermutigt, ihre Bedenken dem örtlichen CPS mitzuteilen. Am 16. April, weniger als einen Monat nach Gwens Tod, Erik postet auf Instagram, dass seine beiden Kinder, ungefähr 8 und 11 Jahre alt, ihn ermutigt haben, sich wieder zu verabreden. Dieses Haus braucht mehr weibliche Führung. Niemand wird jemals Gwen ersetzen, aber wir wollen, dass diese Familie wieder ganz ist. Am 31. Mai bringt er erneut seine Hoffnung zum Ausdruck, eine Frau zu finden. Am Donnerstag, dem 11. Juni, erfüllt sich sein Wunsch und er gibt bekannt, dass er am Sonntag zuvor geheiratet hat. Am 25. März 2021 postet Erik auf Instagram ein Foto von ihm und seiner Frau im Flugzeug. Heute verlasse ich dieses Scheißland, um bei meiner Frau zu sein. Fuck the US. Ich werde nicht so bald zurückkommen. In 3 Kommentaren wird die Frage gestellt: Bei wem wohnen deine Kinder, während du weg bist? Worauf es keine Antworten gibt. Gwens Freundschaft mit Dawn reicht bis in die Highschool zurück. Die beiden standen sich sehr nahe und so vertraute Gwen Dawn Eriks gewalttätiges, alkoholkrankes Verhalten an, sein wiederholtes Herumfuchteln mit einer Pistole und das Schreien, sich umzubringen. Dawn hatte ihrem Mann bei mindestens einer Gelegenheit vor Gwens Tod gesagt, dass sie glaube, Erik würde Gwen eines Tages umbringen. Als Dawn Gwen und Erik im Jahr 2016 besuchte, beschrieb sie, dass er auf seltsame Weise vom Laufen besessen war und soziale Verpflichtungen abrupt verließ, wenn es Zeit für seinen 17-Meilen-Lauf war. Das verlassene Auto wurde 15 Meilen vom Hasselquist-Haus entfernt gefunden. Dawn glaubt, dass Erik in der Zeit zwischen Gwens Tod und dem nächsten Zeitpunkt, an dem sein Aufenthaltsort von anderen überprüft werden konnte, in der Lage gewesen wäre, diese Strecke zu laufen. Dora würde dies später bestätigen. An Gwens Geburtstag, 2 Wochen vor ihrem Tod, sagte sie zu Dawn: Das wird mein bisher bestes Jahr. Natürlich glaubt niemand, dass ein geliebter Mensch sich umbringt, bevor es passiert, aber eine Freundin, an die sich Gwen in ihren dunkelsten Zeiten oft gewandt hatte. Warum hätte Gwen Dawn anlügen sollen? Gwen war auch dafür bekannt, eine unglaublich aufmerksame und liebevolle Mutter zu sein, die ihre Kinder nie verlassen würde. Dawn stand Erik nicht sehr nahe, aber er teilte ihr die Nachricht von Gwens Tod 4 Tage später persönlich mit. Dawn beschrieb ihn als unglaublich unverblümt, als er ihr diese Nachricht überbrachte. Dawn beschrieb den Detective so, dass er zum Zeitpunkt von Gwens Tod mit anderen Fällen überlastet war. Kurz nach ihrem Tod wandte sich Dawn an Dora, die sie nur einmal kurz als Kinder gesehen hatte, und beide waren sich schnell einig, dass etwas nicht stimmte und sie überzeugt waren, dass Erik etwas mit ihrem Tod zu tun hatte. Dora war Gwens Stiefschwester, obwohl sie zusammen aufgewachsen sind und sich als Schwestern betrachteten. Sie hatten sich 20 Jahre lang entfremdet, fanden aber 7 Wochen vor Gwens Tod wieder zueinander. In dieser Zeit hatten Dora und ihre Familie Gwen und Erik besucht. Sie hatte den Eindruck, dass im Hause Hasselquist alles in Ordnung war, bis sie um Mitternacht eine SMS von Erik erhielt, in der er sie fragte, ob sie etwas von Gwen gehört hätte.
Sie wohnt etwa 3 Autostunden von Gwen entfernt und beschrieb, dass sie sich in der Wohnung sofort unwohl fühlte, als sie am Morgen des 20. März ankam. Erik wollte nicht, dass Dora an diesem Morgen zu ihm nach Hause kam, aber sie bestand darauf. An diesem Morgen übernahm Doras Tochter, die zu dieser Zeit einen Masterstudiengang für psychische Gesundheit absolvierte, schnell die Betreuung von Gwens Kindern. Auf dem Heimweg am 21. März erzählte Doras Tochter, dass eines von Gwens Kindern ihr sagte, dass ein blutiges Messer und Taschentücher auf dem Tresen lagen. Nachdem Dawn ihr Misstrauen gegenüber Erik geäußert hatte, äußerte ein dritter, namentlich nicht genannter Freund von Gwen, der Dawn oder Dora ebenfalls nicht kannte, die gleiche Sorge. Gwen schickte ihre Kinder einmal zu dieser Freundin, die in Gig Harbor lebte, nachdem Eriks Ausbrüche sie um die Sicherheit der Kinder fürchten ließen. Dora glaubt, dass Eriks zweite Frau Miriam weder eine Rolle bei Gwens Tod gespielt hat, noch dass Erik eine Affäre hatte. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Scheinehe, um ihre Green Card zu bekommen. Dann starb ihr Vater, sie kehrte zur Beerdigung nach Kenia zurück und durfte danach nicht mehr in die USA zurückkehren. Es wird vermutet, dass dies zu Eriks Fuck the US Posts geführt hat. Dora wurde etwa im Juni oder Juli nach Gwens Tod aus Eriks Leben ausgeschlossen, obwohl sie alles stehen und liegen ließ und 3 Stunden fuhr, um ihm bei allem zu helfen, auch bei Miriams Anruf wegen eines von Eriks betrunkenen Ausbrüchen. Sie glaubt, dass Erik durch ihre Besorgnis und ihre Nähe eingeschüchtert war. Gwens Kinder beschrieben Dora, dass sie die Kleidung ihrer Mutter verbrannten, damit Mama sie in den Himmel bringen konnte. Das Auto wurde so beschrieben, dass es aussah, als hätte es eine Brückenleitplanke gestreift. Doch Monate später sagte der zuständige Polizist zu Dora, dass dies eine seltsame Nacht war und dass sich Holzsplitter im Auto befanden. Die Tacoma Narrows Bridge besteht aus Metall und Beton. Kurz nach Gwens Tod erwähnte Erik gegenüber Dora, dass er zu mehreren verschiedenen Banken gehen musste, um Gwens Konten aufzulösen. Die Angehörigen glauben, dass Gwen ihr Geld auf verschiedene Banken verteilt hat, um es vor Erik zu verstecken, als ob sie vor ihm weglaufen wollte. Innerhalb weniger Wochen nannten Gwens Kinder Miriam Mama. Während eines von Eriks Selbstmordausbrüchen rief Eriks Kind seine Großeltern in Wisconsin an, die sich mit Dora in Verbindung setzten und sie baten, die Kinder für ein paar Tage aufzunehmen. Das Sozialamt nahm Kontakt auf, um die Kinder langfristig bei Dora unterzubringen. Als sie jedoch nach einer 3-stündigen Fahrt in Gig Harbor ankam, informierte die örtliche Polizei Dora darüber, dass die Kinder bereits beim Jugendamt in Tacoma untergebracht worden waren. Auf dem Weg dorthin setzte sie sich mit dem CPS in Verbindung, um Hintergrundüberprüfungen und andere Schritte einzuleiten, damit sie die Kinder dauerhaft bei sich aufnehmen konnte. Als sie in Tacoma ankam, wurde Dora mitgeteilt, dass die Kinder nicht bei ihr untergebracht werden konnten, da sie in Oregon lebte, sondern bei einer anderen Familie in Seattle landen würden. Einer entfernten Familie, die die Kinder nur einmal getroffen hatten. Dora konnte die Kinder in ihrem neuen Zuhause sehen und hatte das Gefühl, dass sie dort gut genug aufgehoben waren, aber diese Familie war eine ältere Dame. Ihr Haus wurde als ein Haus beschrieben, in dem alles seinen Platz hat, aber nicht als ein Haus, in dem man die Kinder an den Wänden abprallen lassen möchte. Dora hingegen hatte bereits Kinder zu Hause, begleitete Gwens Kinder während der ganzen Zeit und passte einfach besser zu ihnen, abgesehen von der CPS-Bürokratie. Kurz nachdem die Kinder wegen eines Sorgerechtsstreits zu ihren Großeltern väterlicherseits nach Wisconsin verlegt worden waren, plante Dora, die Kinder eine Woche lang zu besuchen. Sie hatte Vorkehrungen für ein Hotel mit Pool getroffen, die Kinder sollten eine Nacht bei Dora verbringen, ein Mietauto, das groß genug für die Kinder war und so weiter. 3 Wochen vor der Reise erfuhr Erik davon und schränkte den Besuch der Kinder bei Dora stark ein. Schließlich entschied sie sich, die Reise abzusagen, um ein Drama zu vermeiden. Soweit ich weiß, wurden die Kinder schließlich dauerhaft bei ihren Großeltern in Wisconsin untergebracht. Also, was denkt ihr? Wie ist Gwen gestorben?